auch eine schöne Sendung. Und zwar im NDR läuft die Sendung Buten und Binnen. Buten und Binnen, habe ich richtig? Ja, okay. So, und da gab es eine sehr schöne Reportage über die weibliche Sexualität. Und da hat jemand mit einer wirklich eindrucksvollen Klangimitation versucht, den weiblichen Orgasmus klanglich darzustellen. Zum erfüllenden Sounderlebnis wird der Schwarm, der die weibliche Sexualität in den Fokus rückt, auch durch die Arbeit von Dina Kopers Partner. Ein Orgasmus aus Pappe, für ihn ein Klacks. Das ist dann das Schlafen danach, ne? Außer montags können sie täglich kommen, also hierher, ins Gerhard-Marx-Haus. Ja, weiß ich nicht. Also mir hat ja David Garrett besser gefallen, als er noch richtig Geige gespielt hat. Aber apropos Klangimitationen für den weiblichen Orgasmus, das ist der Moment, wo wir doch einfach mit dem Schreibtisch mal rüber zur Band fahren. Die Heavy Tones! Also ist das was für euch, Orgasmen mit Instrumenten darstellen? Weil ganz ehrlich, Thorsten, mir wurde gerade, wie sagt man nochmal, anderes Wort für Saxophon? Rotzkanne. Du spielst die Rotzkanne. So heißt Saxophon auf schlau, Rotzkanne. Also du hast das dickste Ding in den Händen. Kannst du was, weiblicher Orgasmus, wie würde der sich für dich darstellen? Ja. Schleimer. So kennen wir das alle von zu Hause. Männlicher Orgasmus, was hast du da anzubieten? Ja. So sind wir. Die Heavy Tones, meine Damen und Herren, hier. Ja. Kann man nicht häufig genug abfeiern.